Hi, ich habe jetzt mal wieder gedacht, wie wäre es, wenn ich für YouTube ein Video aufnehme? Und das mache ich heute. Und zwar folgendes. Ich sag mal so, neues Programm. Man kann es nicht unbedingt Programm nennen, aber es ist einfach, ich möchte was Neues probieren. Und zwar geht es darum, ich habe, ich war auf der Gamescom. Ich konnte natürlich nicht alles anspielen, was ich irgendwie interessant fand, aber ich habe mich ein bisschen in der Indie-Ecke verloren, weil ich finde das eigentlich immer ganz interessant, was da für Spiele rauskommen. So über die Zeit verteilt, ich meine, bei manchen ist der Release schon kurz vor der Tür oder das Spiel gibt es schon, manchmal aber auch dauert es noch 2-3 Jahre, bis das Spiel überhaupt irgendwie doch das Licht der Welt sieht, wenn es dann überhaupt eine spielbare Demo nachträglich gibt. Und dann habe ich mir gedacht, guckst du mal, suchst du dir die Demos und jetzt bin ich hier. Und daher fange ich an mit diesem Spiel, mit dem wunderbaren Namen Moses and Plato, Last Train to Clawville. Ich weiß jetzt nicht, ob das... es sind Demos natürlich, ich werde das auch dementsprechend in den Bereich anlegen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob dieses Spiel durchsynchronisiert ist. Ich habe jetzt die Sprache einfach mal auf Deutsch eingestellt, aber... Wir schauen einfach mal, was dabei rumkommt. Hier kann man das auch schon zur Wunschliste hinzufügen. Aber wir fangen jetzt einfach erstmal an, bevor ich hier noch weiter labere. Das dauert schon viel zu lange. So. Neues Spiel. Okay. Diese kurze Demo-Version des Spiels präsentiert einen leicht veränderten... Ja, gut, okay. We're standing on top of a train, looking death in the eye. That was quite a trip, wasn't it? Quite a trip? If anyone had told me that we'd have ended up here, I would have laughed in their faces. So, where do we start? Let's say, a freezing cold day greeted us on that fateful Stavonian morning. Furry heavens! Could you be any more cheesy? I thought I was getting better at this. That'll never happen. Well then, let's just start at the beginning. Dann fangen wir mal am Anfang an. Ein Bahnhof. Well, here we are. I'm gonna freeze to death. Now that you mention it, my dear friend, we're a little early. So you'll have plenty of time to do that. Also die Übersynchronisierung ist schon mal großartig. No matter. I can already taste the champagne and olives on my tongue. Champagne and olives? Ich finde den Moses schon mal richtig großartig. So diese Sherlock Holmes Pose einfach. The party. Aren't you looking forward to the big bone voyage party tonight? Oh, that. I'd skip it if I could. Ha, Moses, you're the saddest animal I've ever had the misfortune to meet. For once in your life, you should let loose. We're on a holiday, right? Let me remind you that no. We are not on holiday. This is work. Fairy heavens. Get beyond Fairy heavens. Well, you're probably right, my dear friend. So we freeze to death. But I see other passengers are starting to arrive. We can have a little sniff around before we leave the station. Literally and figuratively. Das passt sehr gut, weil es ja Tiere sind. Good idea. Although I might not be able to move anymore. Okay, dann schauen wir uns mal um. Ja, Point-and-Click-Detective Adventure finde ich schon mal sehr geil, gefällt mir sehr gut. Daher. Ah ja, man kann hier ein bisschen sich umgucken. Das finde ich auch sehr schön. Okay, schauen wir uns die Dame mal an. Well, well. Sie hat ein durchaus angenehmes Erscheinungsbild. Angenehm. Botschafter. Look who's here. The ambassador. That creep makes my tail tingle. Stay focused, Plato. We'll do what we've been hired to do, then we can take our well-deserved vacation. jetzt doch der Urlaub, ne? I think we have to protect this monster. Let's not jump to conclusions, dear fellow. You know, rumors are sometimes just rumors. Plato hat jetzt nicht unbedingt so ein leichtes Temper, sondern eher so ein bisschen, ich explodiere gleich. These aren't just rumors, Moses, they're facts. We have a job to do, and we're going to do it, all right?
Yeah, alright. Alright. Neues Tier, neue Tatsache, neuer Hinweis. Sehr schön. Gepäckstücke. Well, well. Das ist ein verdächtig großes Paket für zwei Personen, aber wer weiß, vielleicht hat die hübsche Dame auf Reisen einfach zu viele Kleinigkeiten eingepackt. Zu viele Kleinigkeiten. Okay, hier haben wir eine Aktion gekriegt. Ich gucke mich aber noch ein bisschen um kurz. Der Clawville Express. Der Clawville Express gilt als das erstaunlichste technische Wunderwerk, das je ein Tier gebaut hat. Zumindest wird es überall betont. Ich frage mich, wie der Zug derart großen Worten gerecht werden kann. Oh, es ist ein Zug, ne? Ich glaube, weil ich zwei Bildschirme habe, ist es hier mit dem Scrollen ein bisschen anstrengender, aber es funktioniert. Ich glaube aber, hier ist nichts weiter. Die Stadt. Speaking of which, you're a Manul, right? A palace's cat? Shouldn't you be perfectly fine in the cold? Wenn ihr diese Katzen kennt, die sind richtig flauschig und rund und wenn die kalte Pfoten kriegen, dann stellen die sich auf ihr Tail, auf ihr Schwänzchen und das ist super süß. Würde ich mal googeln, sind tolle Tiere. I've never told you about my cryophobia, my unnatural fear of freezing. The amount you usually talk, it surprises me too, but no, you never mentioned it before. Well, it was because of the war. Okay. Oh, right. The war. I spent a whole winter in a trench. I got the chill up to my bones and my soul. And somehow, I wasn't the same animal after that. Hat schon so ein bisschen Anwandlung von Sherlock Holmes und Dr. Watson auf jeden Fall. And that affected your perception of the cold. Some people lose their sense of smell after a major trauma or see colors different. That's interesting. Please tell me more about it. Eh, I'd rather not. You overanalyze everything and everybody. It can be really unpleasant. Yeah. Well, I'm sorry. Don't worry, I'm used to it. Okay, das war die Stadt. Haben wir auf der Seite noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann kümmern wir uns mal um den Botschafter. Beziehungsweise, ich habe gerade noch was gesehen, genau hier. Ah, Tiere, Verbindungen, Fakten und Hinweise. Also hier gibt's Codex. Hier gibt's wohl unsere Infos, den Glossar. Ich gehe das jetzt mal nicht im Einzelnen durch. Ist aber sehr schön gemacht. Hier ist eine Anleitung. Die Charaktere, die du bereits getroffen hast, befinden sich links. Zum Herstellen einer Verbindung musst du das entsprechende Porträt zuerst in den Hauptbereich ziehen. Zeichne eine Linie zwischen zwei Charakteren, um ihre Beziehung hervorzuheben. Die Art der Verbindung kann jederzeit geändert werden. Charaktere können verschoben werden, wobei ihre Verbindung intakt bleiben. Alles klar. Das heißt, wir können hier nachher ein bisschen basteln, sobald wir zu einer Conclusion kommen. Sehr schön. Fakten und Hinweise, nationale Spannungen, Ignaz' dunkle Vergangenheit. Sammle weitere Hinweise, um diese Tatsache aufzudecken. Okay, was steht hier? Ignaz' Vergangenheit ist durchaus fragwürdig. Als hochrangiger Offizier diente er früher bei den Kolonialtruppen der Zaren, die auch in den Kolonien von Torogo stationiert waren. Torogo, wie auch immer. Alright. Also gut, wir sprechen den jetzt mal an. Ah, finally. This is ridiculous. I've been waiting here for an age. For an age. Nur eins. Sir, welcome. I just grabbed the bags and packed them quickly. My daughter and I are freezing to death out here. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist seine Frau, aber auch okay. Sir, I think you misunderstand. Are they paying you to talk or work? I am at my wit's end here. Can you believe it, my dear? Oh, leave me out of this. Dear sir, I genuinely think there's been a misunderstanding here. Just take our luggage and load it while I'm in a good mood. Okay. Es reicht. Ich glaube, die Kälte hat dir die Lausche einfrieren lassen. Ich werde mich deutlicher ausdrücken. Können Sie uns einen Moment lang zuhören und mal kurz Luft holen? Also die oberen zwei sind nicht so nett, aber ich nehme mal das letzte einfach. Are you tired of life? Nett? Oh my. That was a mistake. Let me step in.
This is Moses Wildflower, and I'm Plato Palladius of the Clawville Police Department. We are here because, unfortunately for us, we have been entrusted with the full protection of you and your dear daughter until this magnificent train reaches Clawville. Hat so einen Mord im Orient Express Vibe jetzt gekriegt? Is that so? Well, why didn't you start with that? Na ja. We tried, but it must be the noise. Ja, definitiv. Definitiv the noise. Whatever. So you're in the service of the Fox King, huh? Very well. Then I'll see you at the party soon, yes? I guess? In fact, I think we'd rather... Moses! We'll be there, sir. Die Dynamik ist super bei den beiden. All right then. Joyful. Till then, gentlemen. Porter! Where's the bloody porter? Keep your voice down. My head is splitting. Oh. Interesting. Okay, ist das jetzt nicht weiter synchronisiert oder mal gucken? Ah, okay. In der Tat. Ich werde dir einen kleinen Einblick in den Garten meiner Gedanken gestatten. What? Wie bitte? Woher weißt du von meinem Garten? Der Garten. Du redest im Schlaf ganz schön viel, Moses. Wenn du wüsstest, was ich noch alles weiß. Das ist furchtbar peinlich. Yes? Oh ja, das ist es. Okay, neues Tier, neues Tier, neues Fragenthema. Dann klicken wir das hier mal wieder an. Tiere. Ich finde, diese Statue sieht einfach großartig aus. Das ist ein Entenkopf auf einem Frauenkörper. Es hat was, ja? Okay. Ignat ist der... Ah, okay. Der Botschafter. Und Kunja ist seine Tochter. Gut. Da haben wir noch was. Wir können nochmal mit dem reden, oder hier ist diese Fragenbubble aufgetaucht. Fragen Sie ruhig. Seine Tochter. My daughter. Spoiled little brat. But I suppose that's mainly my fault. Immerhin sieht das ein. Ah, come on. Don't blame yourself. If you want to know more, perhaps you should ask Her Majesty. I don't have time for this. Thank you. We will, sir. Und zurück. Okay. Bei ihr? Sie können wir ganz regulär ansprechen. Machen wir einfach mal. We are pleased to be of service to you and your good father. Do I look like I've molted for the first time? What? I beg your pardon? I know you despise us, and you have every reason to. But I don't care. Nor do I care about these ridiculous peace negotiations. Oh. I see. That was refreshingly cold and honest. Blicke, großartig. Just stay away from me. Or at least keep your flattery to yourself. You know what? You're really a little... Wie er gleich explodiert. Wie Sie wünschen, Gnädigste, sich in einem Zug aus dem Weg zu gehen, ist so gut wie unmöglich. Fräulein, es wird leider nicht so einfach sein, fürchte ich. Aber ich nehme das zweite. What an arrogant response. I didn't expect anything else from one of you. Was soll das denn heißen? Gentlemen. One of you. Same to you, madam. Whew, she's something, ain't she? Just like the weather here. Ice cold and, well, mostly ice cold. Indeed. But it's interesting what she said. I mean about the peace negotiations. You know what? I don't like the idea of them myself. And these Stavonians make my tail cramp up. I thought you were a devout pacifist. You should be happy for peace. Well, since I've been through the hell of war myself, I am. But this is just smoke and mirrors, Moses. There will never be peace between Stavonia and Clawville. Hostility is coated in our blood. Yeah, so sieht's aus. Maybe. But let's not get ahead of ourselves. We haven't even started this journey. Yeah, you're right.
And we might just be in for the adventure of a lifetime, huh? Oh, but every day is an adventure with you, Plato. Ah, süß. Okay, Katzi. Schicker Schal. More and more passengers. If you want to know more than animals are willing to tell you, use your refined senses, Moses. Remember what you've taught me. You're in a rather educational mood today, my dear friend. I could almost call it lecturing. Lecturing. You'll thank me later, Moses. Believe me. Das ist so gut. If you say so. Okay, ein neues Fragenthema. Bei ihr. Okay, ihr Vater. My father. Don't you read the papers? It's all in there. Apart from his military and political career. He has no life. Ja, solche gibt's wirklich. You don't have a very high opinion of your father. Am I right? Ha! What are you? Some kind of a detective? Actually! Ouch! I'm only here because I want to see Clawville with my own eyes. Otherwise, I wouldn't spend several days locked up with him, even if someone pointed a gun at me. Well, I see. Make a note in your little notebook, detective. If somebody wring my father's neck, I should be suspect number one. Good to know. Sag ja, das hat so einen Mord im Orient Express Twist gerade. Ich weiß natürlich nicht, wie lange die Demo geht, aber es wäre natürlich super interessant zu sehen, wer noch ermordet wird. Falls dazu kommt, aber ich tippe mal drauf. That can't happen, miss. That's why we're here. Yes. What a shame. What a shame. So, ihn kann man nochmal ansprechen. Mich interessieren aber mal die Neuen hier. Der Schauspieler und die Schauspielerin. Ladies first. Erstmal angucken. Sie scheint in der Tat eine interessante Dame zu sein. Irgendwie wirkt sie hier fehl am Platz. Gut, und er? He looks rather familiar. You mean Cassidy Lupus? The Silent Wolf? Cassidy Lupus. The what and who? Ja, same. To my bushy tail. You really do live in a cave, don't you? So he's some kind of movie star. The movie star. Uh-huh. And the young lady? Cassandra Ruby Faye. A real up-and-coming movie sensation. They're predicting a big future for her, although the tabloids say she's a bit unstable. Unstable. Interesting. Interesting is alles. Interesting indeed. Quite lovely too. Okay. So, ihn kann ich anquatschen. Excuse my rudeness. My name is... Oh, come on, it's no problem. What can I write? Who will it be for? Ja, genau, ich will erstmal ein Autogramm. What? No, I don't. Then simply Cassidy Lupus, star of Silent Wolf and the Loudest Howl. Here we go, darling. Der Sprecher kommt mir gerade bekannt vor. Ich komme nicht drauf. Vielleicht gleich noch. But I... Don't thank me, friend. It's nothing. My pleasure. Well, thank you. Hey, mister! Yes, little thingy? Little thingy. Little what? Immer mit der Ruhe, mein lieber Freund. Ich bin sicher, das war gar nicht so gemeint. Wir sollten die Ruhe bewahren, nicht wahr? Sicher ist es nur die Kälte, die sie etwas reizbar macht. Autsch, das muss weh getan haben. Nehmen wir mal das erste. As the Wily Fox says. Wily. This is Detective Moses Wildflower, and I'm Plato Palladius from the Clawville Police Department. And we're not here for your autograph. You can be sure of that. What, the police? For the wild ones. Cassidy, what have you done now? Das ist ein Schwerverbrecher. Not a single thing, Cassandra, dear, I swear. At least, I don't think. Nothing to worry about, madam. Sir, we just wanted to say hello and assure you that with two senior police officers on board, you will have the safest and most comfortable journey possible.
Oh, really? That's rather nice to hear. Er klingt ein bisschen wie der Sherlock Holmes aus den Spielen von Rockwares. Ich spiele das gerade parallel, deswegen. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Aber das ist ja. Vielleicht kriege ich es ja noch raus. Don't worry about Cassidy. He's a bit weak in the knees. But otherwise, he's a pretty nice guy. At least for the most part. For the most part. For the most part? But darling. Das ist schon mal sehr witzig. Gefällt mir gut. Okay, was gibt's Neues? Etwas im Codex. Naja, ein paar Infos noch. Wie gesagt, ich gehe da jetzt nicht so im Detail drauf ein. Genau, wir hatten hier, das hatten wir schon. Ignaz dunkle Vergangenheit. Der weitere Hinweis ist jetzt Kunja und die Friedensverhandlung. Ignaz Tochter ist gegen die Friedensverhandlung und bringt dies deutlich zum Ausdruck. Das könnte zu Problemen führen. Vater und Tochter. Ein Hinweis. Auch bereits gefunden. Die Beziehung zwischen Vater und Tochter ist ziemlich distanziert und sehr merkwürdig. Eine frostige Beziehung. Kunja ist ziemlich hasserfüllt gegenüber ihrem Vater. Könnte etwas zwischen ihnen vorgefallen sein oder ist sie einfach ein ungeliebtes, verwöhntes Mädchen? Genau, das finden wir noch raus. Hier haben wir noch etwas über Cassidy und Cassandra. Großartig. Was haben wir hier in der Tasche? Einmal unsere alte Taschenuhr. Mal inspizieren. Meine Taschenuhr, die von einem Großvater, nicht einem Großvater stammt. Sie bleibt niemals stehen, genauso wenig wie ein guter Detective. Bitte, ne? Und das Autogramm. Mal eben angucken. Eine unerwünschte Autogrammkarte von Herrn Cassidy Lupus. Die Handschrift zeigt, dass er seinen Namen schon millionenfach gekritzelt hat. Man kann hier anscheinend ja... Ah ja, ich sehe es ja auch gerade. Man kann hier noch was freischalten. Das ist schon mal ganz cool. Okay. Was ist bei dir noch? Dich kann ich ansprechen. This cursed weather. Dear miss, as a fellow furry cat, who is also used to the cold, may I say? I am not a cat. Oh, I see. I didn't mean it like that. I just... And I am not furry either. I follow the Clawville fashion, if you must know. The Clawville fashion. Meaning? I shave like every civilized woman in the world. Any other details you want to know? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. I didn't even want to know that. Sorry to bother you, madam. We won't do it anymore. The first good idea I've heard all day. Sehr gut. Okay, was hast du noch? Do not bother me. Ask my daughter if you want to know something. You people give me migraines. Oh, I man. Beg your pardon? Don't take it personally. I can't stand coppers in any shape or form. Ah, I see. Well, the feeling is mutual. You're just kidding me, yes? Oh, of course. Of course. Okay, was gibt's hier noch? Ich kann nochmal mit ihm sprechen. Forgive me for the autograph fiasco. You know, the fans just find me everywhere. It's a nightmare. Oh, I can imagine. You can't imagine. And the lady is... What a barbarian I am. This is my companion and partner in many cinematic wonders, the magnificent Cassandra Ruby Fay. Gentlemen. If I may say so, it's extremely reassuring that you're traveling with us. Mit dem größten Vergnügen, gnädige Frau. Nun, ich erwarte auf dieser Reise keinen größeren Handlungsbedarf. Für uns sehr wenige. Sind wir mal nett. You are a real gentleman. Ja, sie waren ja auch nett zu uns, ne? Don't worry about a thing. As long as you see us. Are you two going to the party? I regret to say that we probably will. We probably will. That's wonderful. See you there, madam. Sir? Okay, jetzt kann ich bei ihr noch was. Mach ich mir sie noch mal an. Believe me, he's not so horrible. Just a little disorganized. Oh, you got me. For good.
I couldn't deny it if I wanted to. You know, it's funny meeting you here, on the other side of the world. It is indeed. The wilderness is so small. Ich wollte es gerade sagen, die Welt ist so klein. Madam, I've been around the world more than once, and I assure you, it's quite huge. Oh, was für ein Realist. And yet, four citizens of Clawville just happen to be in the same place at the same time. Mm-hmm. What a wonderful coincidence. Am I right? I wouldn't be so sure that's a coincidence. Ah, here we go. Ignore his cryptic remarks. Like, you know, our lives are a tattered detective novel. Ich finde solche Jokes aber echt gut in so Spielen oder auch Serien. Boy, how exciting. Isn't it, darling? That's right. Okay, noch mehr Optionen. Weiß man ja gar nicht, wo man direkt weitermachen soll. Ich meine, hier hat sich wahrscheinlich nichts getan. Nee. Dann sprechen wir sie nochmal an. Hm? Yes. Was tun Sie denn noch hier? Leider ist es unsere eiserne Pflicht, bei Ihnen zu bleiben, bis die Reise vorbei ist. Are you serious? Und könnten Sie das nicht auch schweigend tun? Ja, das könnten wir, gnädige Frau. Also, gut, bei ihm. Wir sollten ihn lieber nicht weiter stören. Ich stimme mit jedem einzelnen Haar auf meinem Rücken zu. Das klingt so falsch. Okay, bei ihm nochmal. It's awfully cold here, isn't it? Das sieht auch sehr kalt aus mit dem ganzen Schnee. Yes, it is, Cassidy. I'm sure you'll be nice and toasty in your cabin. Tell me, where are you two staying? Up front. Well, we're officially in the last car. The... what? That's horrible. Honestly, we were a bit surprised too. My condolences, officers. If I were you, I would complain to management immediately. Oh, it's all right. We can take it. The most important thing is to do our job, and nothing else. Eh, I've been through two wars. I think I've slept in worse places. Have you seen the inside of the last car? I wouldn't be so sure about that. Na, Codex-Eintrags, neue Tatsache, neuer Hinweis. Gut. Was gibt's bei dir noch zu reden? Bis dann, wir sehen uns bei der Party. Wie Sie wünschen, Detective. Gut. Kann noch eine Frage stellen. Besorgter Blick. Your eyes open, Detectives. I mean, all your senses. What do you mean? Oh, I don't mean anything. But it seems a strange bunch of people are gathered here. My ears are itching, and that always means trouble. We'll keep an eye out, madam. You have my word. Oh, you seem to have stepped out of another age, my dear detective. Yeah, tell me about it. He's a living fossil. Das war jetzt aber nicht nett. Oh, da kommt noch jemand. Das ist viel Schmuck. Well, well. Noch mehr Passagiere. Damit ist zu rechnen, der Zug steht kurz vor der Abfahrt. Bist du bereit für die Reise, Moses? Ich? Mein lieber Freund, ich bin immer bereit. Warum habe ich überhaupt gefragt? Gut. Zu denen kommen wir gleich. Ich wollte bei Cassidy nochmal ansprechen. Sehr geehrter Herr. Was? Ja? Wie bitte? What? Nun hören Sie auf, sie anzustimmen. Absolutely not. Ich, aber das tue ich doch gar nicht. Wir sollten uns da lieber raushalten, Moses. Gut, dann hätten wir das ja geklärt mit den seltsamen Pflanzen. Is that a Malvokea Hippoconia? Eine was? Hmm, I was wondering the same thing myself. Plato, please. Do you really know the names of all the flower varieties in the world by heart? And is that even healthy? I'm the perfect example that names have meanings. I am Wildflower, after all. Also, everyone has a passion. And some are more harmful than others. You don't mean the flowers, do you? Okay. Botschafter und Assistentin. Gucken wir uns mal an. Well, well. Koloniale Kleidung, exotische Ausstrahlung, ein erhabenes Auftreten. Da muss ich zugeben, dass ich fasziniert bin. Alright, den Botschafter aus dem Angucken. Just arrived. Well, well.
Must be a high-ranking official from the Royal Colonies. Interesting. Interesting. Load of interesting folks gathering here, huh? He's probably here because of the peace negotiations, like the rest of us. That damn treaty. Now, now, my dear friend. What would Chief Inspector Bloodboil say to that kind of attitude? You'll never get anywhere with that attitude, Plato. You're pretty good at this voice impersonation thing. Thank you, Moses. It might even come in handy one day. Oh, foreshadowing? Hmm. You really think so? Perhaps. Okay, ich guck mal kurz in den Kodex. Der Winter des Jahrhunderts und die königlichen Kolonien. Alles klar. Hier ist noch was dazugekommen. Warum der letzte Waggon? Hinweise, warum sind wir dort? Es ist uns ein Rätsel, warum wir im letzten Waggon untergebracht wurden. Immerhin sind wir hier, um den boronischen Botschafter zu schützen. Dieser reist im ersten Waggon. Ja, das würde mir auch ein bisschen komisch vorkommen. Aber gut, wir quatschen jetzt mal den Botschafter an. Greetings, sir. My name is... Yes, you two are the detectives, right? Der kann auch nie ausreden. Yes, indeed we are. Although, frankly, I'm surprised that you know. The whole station is talking about it. Two detectives protecting that pale-furred, sharp-toothed bastard. And I was just wondering, where are my detectives? Das ist, ja, jetzt wo er es sagt, ich meine, von den Tierarten her passt das. Excuse me? If our beloved king sends personal protection to defend his enemies, like the ambassador of the Stavonian government, surely he sends one or two to protect his own beloved ally, the ambassador to his own colony. Am I right? Which would be myself? you? You're the ambassador of Tarogo? Tarogo. No other. Mujara Panina. Ambassador. High priest. Guru. And spiritual seer. I'm genuinely horrified that you don't know who I am. Genuinely horrified. If I may say so, you speak the Clawville dialect admirably. Please do not change the topic. Although, I do speak with particular skill, yes. I am truly sorry that you have not been properly escorted, sir, but you must be aware of the very delicate relationship between the Clawvillian crown and the Stavonian government. Don't take me for a fool. Entschuldigen Sie bitte, falls ich Ihnen zu nahe getreten sein sollte, mein Herr. Manchmal ist es einfacher, einer schmerzhaften Wahrheit ins Auge zu sehen. Haha, wir Polizisten sind eben immer zu einem kleinen Spaß aufgelegt. Ich nehme das zweite. What? Impudence? I expected more from you. Fanny. I'm here, sir. Good. Chat with these gentlemen while I go rest my eyes. Why I rest my eyes, das muss ich mir merken. Das ist ein guter, eine gute Metapher zu schlafen. Yes, of course, Sepa. How can I help you, gentlemen? Okay, wurde das freigeschaltet. Mujara und Fani. Okay. Und die nationalen Spannungen wurden vervollständigt. Mujaras Groll. Botschafter Mujara ist deutlich beleidigt darüber, dass ihm seitens der Krone, ganz im Unterschied zum Botschafter Stavoniens, keine prunkvolle Eskorte und kein Personenschutz zugeteilt wurde. Sehr schön. Haben wir das schon mal vollständig? Gibt's nichts Neues? Nochmal auf ihn drauf eben. Seriously? Haben Sie ein Problem mit den Ohren? Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie mit meiner Assistentin sprechen und mich nicht weiter belästigen sollen. Ist ja wahrscheinlich egal gewesen, was ich ausgewählt hätte. Wobei, naja. Ja, das haben wir verstanden, Sir. Wir wünschen Ihnen eine erholsame Ruhe, Sir. Hm. Okay, dann Fani. It's a pleasure to meet you and Ambassador Mujara. The Separ is quite tired. I hope you will forgive him for being a bit irritable. The Separ?
Tarogo's religious leaders, who also wield considerable political influence. Very well said. You are highly educated and well-informed, Detective. Thank you, Miss Fani. You could have boarded the train much later if you're going to the peace negotiations. So what are you doing here on the frozen other side of the world? Frozen other side. Unfortunately, that is sensitive. Rather, top secret information. Okay. You see, Miss Fani, we are in the service of the Clawville government. We serve our common king. You need not be afraid to share anything with us. I fear that even you are not authorized to have this information, dear detectives. I am really very sorry. It is a most sensitive topic. Well, in that case, that's not a problem. If it's so very, very sensitive, we understand. Thank you, gentlemen. You are very kind. Ich denke, es ist niemals vergebens, ein Gentleman zu sein. Das war nicht unsere Absicht. Geheimnisse sind Teil unserer Arbeit. Wer könnte das besser verstehen als wir? Okay. Es ist niemals vergebens, ein Gentleman zu sein. I think it's still worth being a gentleman, even if we're a dying breed. Dying breed. That's true. Very true. And even a little poetic. Moses is a real poet, lady. Don't mind him, miss. My dear friend Plato is a good fellow, but sarcasm is his stock in trade. Oh, hier ist ein Mitarbeiter aufgetaucht. Ich gucke aber noch mal kurz hier rein. Saper, okay, eine Erklärung dazu. Und noch zu Mujaras Geheimnis. Was haben wir denn hier? Mujara in Stovonien. Die Anwesenheit von Botschafter Mujara in Stovonia ist streng geheim. Das reicht bereits aus, um unser Interesse zu wecken. Mein Gott, das stolpert über meine Zunge. Okay, ich glaube... Ah, da geht noch was. Yes? Ah, okay. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen behilflich sein kann. Natürlich, Zuckerhase. Sie ist ein Elefant. Und? Wie bitte? Was mein lieber Partner sagen wollte, war, wir werden darauf zurückkommen und wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Indeed. Oh, verstehe. Nun ja, dann bis dahin. Ich nehme an, wir sehen uns auf der Party. Um nichts auf der Welt würde ich die verpassen, wertes Fräulein. Hörst du dir eigentlich manchmal auch selber zu? Are you serious? Ach, nun leg doch nicht alles auf die Goldwaage. Das ist jedenfalls eine vielversprechende Entwicklung, oder? Hat dieses hübsche Fräulein deine Instinkte geweckt? Ich bitte, meinst du mein Herz? Nein, 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 mein lieber Freund, mein Herz gehört Clawville und der Krone. No way. Oh, aber natürlich. Ja, wirklich, wirklich, wirklich Sherlock Holmes Vibes. Gut, dann gehen wir auf den Mitarbeiter erstmal gucken. Let's see. Er muss ein Mitarbeiter des Clawville Express sein. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, ist es eine Cockroach? Also eine... Deutsches Wort. Kakerlake. Genau. Welcome, gentlemen. Detectives Wildflower and Palladius, I presume. Just Moses and Plato. No need for formalities. As you wish, gentlemen. I'm Pierre. I'll be your guide, your helper, and your humble servant on the road. Sounds very nice, buddy. May we speak to your boss? My boss? I mean the one who runs the express. Ah, I see. That would be me too. Yeah. Oh, really? Naja, streng genommen hat er 6 Arme, also er kann mindestens 3 Personen sein. Look, pal, no offense, but... How could the train inspector be a simple insect? Well, I mean, that's what I was getting at. I really didn't mean to offend you, but it's quite rare. Indeed, it is rare, which is why I feel so honored. And of course, it is a huge responsibility, too. In that case, good for you. And congratulations. Thank you. Please enjoy your journey. If there's anything I can do to help, I'll jump to it right away. You know, jump? Ah, because you're a jumping spider. Ah, klar, eine Spinne. Ich habe nicht so auf die Augen geachtet. Der hat ja ein paar mehr. Yes, I am. Und natürlich auch
8 Beine, wenn man überlegt, das sind die Hände und er hat ja noch normale Beine. Ja, okay, hätte man drauf kommen können. Yes, we all had such a good laugh. Wobei Spinnen streng genommen nicht als Insekten klassifiziert werden, sondern als Spinnentiere. Aber das lassen wir mal außen vor. But please board the train soon. Most of the passengers have already taken their cabins. We will. Thank you. Ladies and gentlemen, all aboard! About time. I was starting to freeze to death out here. Hast ja auch nichts an, Cassandra. Cassandra, my darling. I'll have you warmed up in no time. Cassandra, my darling. Must we tolerate this incessant chatter? Let's board. Slow down, Separ. Don't be in such a hurry. You know your heart. Okay, dann jetzt hier nochmal die Tiere. Jetzt haben wir noch die Infos über Pierre. Und Mujaras Herz. Botschafter Mujara hat offenbar ein Herzbeschwerden. Ein Herzbeschwerden? Sagt man das so? Egal. Auf jeden Fall hat er anscheinend Beschwerden. Pierre noch mal ansprechen. We wish you a pleasant journey on behalf of the Clawville Express. Let me know if you need anything. I can be very handy. I can be very handy. Oh. Oh, yes, I see. Because you have a lot of hands, right? Oui. Also die Jokes von Pierre finde ich schon mal großartig. Okay, können wir noch was fragen? Der letzte Wagen. Listen. Sag mal, Pierre, wie ist es möglich, dass die Leibwächter des Botschafters nicht im selben Wagen wie der Botschafter selbst sind? Indeed. Nun ja, der Waggon des Botschafters ist mit niemand anderem als einem Baron besetzt, abgesehen vom Botschafter und seiner reizenden Tochter natürlich. Einem Baron? Verstehe, dann ist das verständlich. Und was ist mit Waggon dahinter? Mit dem Waggon, da fehlt ein Wort? Der wurde auch. Und der danach? Also, der ist auch schon vergeben, oder wie? Ja, leider. Verstehe. What? Hervorragend. Dann werden wir mit Sicherheit eine wundervolle Reise in der allerletzten Karre des Zugs haben. That's horrible. Bitte, ich bedauere es zutiefst, falls das irgendwelche Unannehmlichkeiten verursacht. Ach, das macht doch nichts. Wir kommen aus Clawville. Diese Stadt ist der deprimierend. Da werden uns ein paar Tage in finsterer Beengtheit schon nicht aus der Bahn werfen, oder? Dabei fühlen wir uns im Dunkeln doch eigentlich wohl, nicht wahr, Plato? Plato? Das liegt sozusagen in unserer Natur. What? Nun, ja, natürlich, aber es geht hier nicht um unsere Natur. Hier geht's ums Prinzip. Komm schon, nun hör bloß auf mit dem Geheule. Außerdem ist das ohnehin mein Part. Ah! Ah, sehr schön. So, ist hier noch irgendwas? Das haben wir uns alles schon angeguckt. Okay, dann well, Tür. Wasn't that hard to have a little chat, was it? It's a nice way to pass the time. Yeah, definitiv. Come on, you'll survive. So, shall we hop on board then? If we must. What strange company we got here, don't you think? And we haven't seen half of it yet. Oh, da kommen ja noch welche dazu, stimmt. Something smells fishy to me. This Mujara guy and his assistant. Not to mention his excellency, the ambassador, and his ice-cold daughter. We're in for an interesting journey, that's for sure. But I wouldn't jump to conclusions just yet. Well, anyway, time to get ready for the party. Oh, no. The party. You shouldn't have mentioned. My head. Er will wirklich, wirklich gern zu dieser Party gehen. Come on, Chief. Let's get dressed up, have a drink or two, and go to the little rat hole in the back of the train for a good sleep. What could go wrong? Famous last words, eh? See? You're getting a sense of humor. No. No. Großartig. Hm?
schön. Schlüsselereignis erreicht. Mal sehen, ich habe noch etwas Zeit, bevor die schreckliche Party im Luxusspeisewagen beginnt. Was soll ich bis dahin tun? Den Zug erkunden? Mit wem sollte ich sprechen? Ich sollte mir das gut überlegen, meine Zeit ist kostbar. So, where to next? I think it's worth taking a good look at the train map and deciding wisely how to use our precious time until the party starts. And how much time do we have? Get this party started. Exactly 1 hour, my dear friend. At least, let's say, 4 places to visit. And 4 passengers to socialize with. If we really must. Okay. Dreh mich mal. Vorratswagen. Kann man sich hier noch irgendwas angucken? Sieht nicht so aus. Okay, oder los. Hier haben wir den Standort, sehr schön. Dritte Klasse. Ja, es ist echt luxuriös. Dann geht's hier in die zweite Klasse, Wagen 2. Speisewagen der zweiten Klasse. Zweite Klasse, Wagen 1. Ah, oben steht auch immer, wer drin sitzt. Und hier wissen wir nicht, wie es aussieht, was mehrere Gründe haben könnte. Okay, anscheinend kann ich nicht in den Vorratswagen. Ich probier's trotzdem mal aus. No. Ah, okay. Im Moment habe ich keinen Grund, hier einzutreten. Vielleicht später. Ja, dann gehen wir einfach vorwärts. Ich meine, mehr Möglichkeiten haben wir ja nicht. Das ist sehr schön gemacht hier mit dem 3D quasi. Finde ich gut, gefällt mir. Hier ist unser Räumchen. Plato, Karte der Wildnis. Let's see. Karte der Wildnis. Vielleicht wird sie später noch nützlich sein. Dann haben wir Platos Bett. Schöne Schuhe, ein ordentliches Bett und ein gut gekämmtes Fell. Diese drei Dinge definieren einen wahren Gentleman. Leider hat der arme Plato keins der drei. Sehr gut. Well, well. Fenster. Stavonien, ein altes und wildes Land. Wie es heißt, gibt es in seinen weiten, unberührten Wäldern tatsächlich noch wilde Tiere. Okay. Mein Bett. Indeed. Winzig, hart und unendlich unbequem. Genau wie zu Hause. So muss das. Oh, man kann zoomen. Habe ich gerade zufällig entdeckt. Schön. Muss ich jetzt natürlich nicht ausreizen. Hier oben noch was? Koffer? Nee, es läuft nichts weiter. Okay. Sprechen wir mal. Ah, man kann ihn sogar jetzt angucken. Interesting. Mein alter Kamerad und Freund Plato. Wir sind erst seit 5 Jahren Partner, aber wir haben schon viele interessante Fälle erlebt. Dieser hier fühlt sich irgendwie besonders an. Sehr cute. Ah, hier ist jetzt eine Uhr. Das heißt, wenn ich mit ihm rede, vergeht Zeit. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Was ist mit dem Zug? Ist das nicht seltsam für dich? Was soll das heißen? Wir haben Friedensgespräche, von denen die Zukunft der Wildnis abhängt und einen Botschafter, der sein Gewicht in Gold wert ist. Ist ein Zug wirklich der sicherste und beste Weg, um diese Reise zu machen? Listen. So einfach ist es nicht. Der Clawell Express hat Symbolkraft. Er ist eine Legende, die das Kolonialreich von Clawell verkörpert. Und auf gewisse Weise ist auch diese Reise symbolisch. Denke daran, mein lieber Freund, dass Vertrauen in einer diplomatischen Beziehung genauso wichtig ist wie die Friedensverhandlungen selbst. Soll das heißen, dass Clawell zeigen möchte, dass der Botschafter ohne eine echte Militäreskorte sicher ist? So in der Art. Und wir sind Teil seiner Lebensversicherung. Und damit also auch Teil dieser Nachricht. What? Nun ja, wenn wir zum Schutz des Botschafters geschickt wurden, dann hat irgendwo irgendwer einen echt schweren Fehler gemacht. Komm schon, nun sei nicht so selbstkritisch, Plato. Es ist ein Privileg. Betrachte es als eine Ehre. Nun, dann fühle ich mich zutiefst gerührt. Übrigens, hast du eine Waffe mitgebracht? Are you serious? Eine was? Natürlich nicht, mein lieber pelziger Freund. Du weißt doch, dass ich Waffen nicht ausstehen kann. Ja, schon, aber im Moment sind wir eher Leibwächter als Detektive. Ich brauche keine Waffe. Und du? Hast du eine? Yes. Na klar, meine Lieblingspistole habe ich immer bei mir. Na dann haben wir doch eine Waffe. Die wird uns reichen. Ja, hoffentlich.
Gut. Kann ich nochmal ansprechen? Was denkst du, was wir jetzt tun sollten, Moses? Wir sind Detectives vom Clawville Polizeidezernat und auf dieser Mission auch noch Leibwächter. Es ist unsere Pflicht, so viel wie möglich über die Tiere herauszufinden, die mit uns reisen. Wir haben noch gar keinen Fall, aber die Ermittlungen nimmst du schon einmal auf? Reine Neugier, Blade. Du hast schließlich gesagt, ich solle geselliger sein, oder? Ja, legen wir los. Okay, nochmal ansprechen. Oh, schön. Dieses Rattenloch, ich weiß nicht, warum sie uns hier eingesperrt haben. Es ist schon recht seltsam, doch angesichts der illustren Gesellschaft, in der wir reisen, ist es wahrscheinlich nicht sonderlich überraschend. Wie auch immer, es wird nicht leicht sein, den Botschafter von hier aus im Auge zu behalten. Wir werden auf jeden Fall viel von Waggon zu Waggon laufen müssen. Gut, dann haben wir das hier erledigt. Was ist eigentlich, wenn ich hier draufklicke? Hören? Sehen? Riechen? Ah, rasseln. Das endlose, melodisch einlullende Rumpeln des Zuges. Nicht weiter erwähnenswert. Ah, das ist ja interessant. Sehen? Alte Hütte. Let's see. Das ist zweifellos der billigste und schlechteste Waggon von allen. Wirklich sehr schmeichelhaft. Und schnüffeln. Geruch von Plato. Indeed. Plato hat einen besonders eigenartigen Geruch. Über dem Grundton seines Katzengeruchs liegt sein starkes Lavendel-Whisky-Parfüm. Oh mein Gott. Aber ich kann förmlich riechen, wie erleichtert er nun ist. Wahrscheinlich, weil wir endlich an einem warmen Ort sind. Ah, beautiful. Okay. Dann gehen wir hier mal raus. Okay, es ist eine Viertelstunde vergangen. Dann gehen wir jetzt weiter in den nächsten Wagen. Stimmt, wir haben ja eine Stunde Zeit. So, wo kommen wir als nächstes raus? Können wir nichts angucken? Ja, auch nicht. Dann gehen wir direkt in den Waggon. Leeres Abteil. No. No. Im Moment habe ich keinen Grund, hier einzutreten. Vielleicht später. Dann gehen wir hier mal durch. Okay, wessen Räume haben wir hier? Leer? Oh, ist alles leer? Ich dachte, hier wäre noch jemand. Ah, im vorderen Waggon war noch jemand, den ich noch nicht kannte. Egal, ich gehe einfach mal weiter. Aber wer fährt schon dritte Klasse, ne? Außer die Detectives hier. So, Speisewagen. Cassandra ist hier. Haben wir noch was? Da können wir vorgehen. Das Menü. Würzige, stovonische Fleischpastete auf gebackenem Apfelbett. Oh mein Gott, ich sabbere schon. Isst du da etwa Fleischersatzplato? Nun ja, was sonst sollte ich essen? Echtes Essen jedenfalls nicht, oder? Also in Stovonien ist das legal und wir sind immer noch dort. Wenn du echtes Fleisch willst, habe ich nichts dagegen einzuwenden. Das soll ein Witz sein, oder? Du sagst doch immer, dass ich keinerlei Ahnung von Humor hätte. Humor gehört wirklich nicht zu deinen vielen Talenten, Moses. Jedenfalls hoffe ich, dass du gerade zu scherzen versucht hast. Vielleicht, mein lieber Freund. Vielleicht. Die sind sehr amüsant zusammen. Das gefällt mir sehr gut. Okay, leg mal sie mal an. Wenn ich ihr Fragen stelle, vergeht Zeit. Wenn ich mit ihr rede, vergeht Zeit. Was kann ich ihr denn für eine Frage stellen? Ach so, ja, das mit dem besorgten Blick hatten wir ja schon. Dann reden wir einfach mit ihr. Einfach nur geradeaus gehen. Not to worry, Miss Faye. It is indeed a train, but a rather large one. With quite a lot of secrets. Let's hope not. I'm so glad you detectives are here. And why is that? Well, rumor has it the ambassador's about to be assassinated. Aha. What? Haven't you heard? Everyone's talking about it. They say someone on the train is trying to kill Ambassador Ignat. Although we don't think this will happen. I've heard it more than once, and I'm not even the social type. Okay, da haben wir was rausgefunden. Ein verborgener Killer. Erschreckende Gerüchte. Könnten tatsächlich Mordabsichten oder ein echter Mörder mit an Bord des Zuges sein? Das gilt es rauszufinden, ne? Why alone, if I may ask?
Isn't Mr. Lupus your partner on this trip? On this trip, and I hope even further, yes. However, you know he's under a lot of pressure lately with our latest picture, and tends to shut himself away for an hour or two. It's his personal downtime. Würde ich gerne nochmal mit ihm reden. I see. New picture? Yes. El Wolf. El Wolf. You haven't heard of it. It's been all over the press. The scandalous director, the movie star, and the rising starlet. Which would be me. Oh yeah, I think I've heard of it. How's the filming going? Terribly. The whole production is a mess. The studio's in a frenzy and the director is an animal. And my dear Cassidy isn't at his best. You know, he's a sensitive artist. He needs peace and security and, well, this production is anything but peaceful or safe. Hmm. I see. Thank you, Miss Faye. Oh, you're welcome. Okay. Neue Frage. El Wolf Lupus. Okay, wir fragen mal nach Lupus. Ihr lieber Ehemann, ich meine, ihr Partner, also ich meine... Interesting. Sieh da, der große Moses Witherflower ist verlegen. Sei nicht albern, Plato. Na, keine Sorge, lieber Herr Wildflower. Cassidy und ich sind nicht verheiratet. Noch nicht. Aber wenn alles gut läuft, werden wir uns nach den Dreharbeiten zu El Wolf endlich das Ja-Wort geben. Herzlichen Glückwunsch. Naja, vorausgesetzt, dass wir dieses schreckliche Shooting mit dieser Bestie von einem Regisseur tatsächlich überstehen. Ach, schön. El Wolf. Sie sagten, der Regisseur des kommenden Films sei ein echtes Tier? War das abwertend gemeint? Oh mein. In jeder Hinsicht, ja. Charles Rufus Widor hat einige fantastische Filme inszeniert. In einigen davon war er sogar ein brillanter Schauspieler, aber jetzt ist er alt und verbittert und böse. So kindisch das auch klingen mag. Ein reicher Regisseur, den das Geld und die Macht verdorben haben? Aber nicht doch wertes Fräulein, das ist doch der klassische Fall. Wissen Sie, für Cassidy und mich ist diese Reise eine Erleichterung, eine Pause vom Wahnsinn des Drehs. Den Wilden sei Dank, dass die Krone der Ansicht war, dass die Anwesenheit zweier Filmstars die Reise etwas beleben würde. Interesting. Dann sind Sie also gar nicht zum Vergnügen hier? Erholung, Entspannung und auch ein bisschen Arbeit, ja. Ich sehe uns als die Botschafter der Clawville-Kulturszene. Interessant, nette Sichtweise. Wonderful. Ja, nicht wahr? Das denke ich auch. Ach, schön. Okay, oh, was haben wir noch? Ich hoffe, ich bin nicht zu spät für die Party. Let's do this. Naja, die Party, auf die alle gewartet haben. Alle? Sie sprechen wohl von sich selbst. Möchten Sie denn nicht hingehen, werte Dame? Und am selben Ort wie der Botschafter von Strobolien sein? Puh, auf keinen Fall. Ich möchte ja nicht unhöflich scheinen, aber manchmal ist weniger einfach mehr. Das verstehe ich. Are you serious? Plato, mein Freund, etwas mehr Professionalität, bitte. Ja, ich bin nicht, also ich meine, Entschuldigung, Moses, du hast recht. Gut, dann gehen wir weiter. Noch 30 Minuten. Alright, los. Was haben wir hier noch? Torogo-Delegation und nichts. Okay, ich gehe erstmal weiter. Speisewagen der ersten Klasse. No. Was? Okay, im Moment habe ich keinen Grund hier einzutreten. Vielleicht später. Schade, ich wäre da gerne reingegangen. Aber es erklärt wahrscheinlich, warum hier auch die Schlösser sind. Ich denke mal, dass man da einfach nur ein bisschen blockiert ist. Was jetzt nicht schlimm ist. Dann sprechen wir mit, wie hieß sie auch gleich? Fanny? Oh, jetzt geht er ganz zurück. Nee, ich will, dreh dich mal wieder um. Nein! So. Da wollen wir hin. Die Pflanze wieder. Die seltsame Pflanze. Eine Malvakea hibiconia. Eine wundervolle und außergewöhnliche Blume. Ich frage mich, warum sie unter einer derartigen Kuppel aufbewahrt wird. Im Moment haben wir keine Verwendung dafür. Okay. Ja, dann gibt es ja auch nicht mehr zu sehen. Noch irgendwas Interessantes? Verblassende Wildnis. Well, well. Dorgonien, ein altes und wildes Land. Wie es heißt, gibt es in
in seinen weiten, unberührten Wäldern tatsächlich noch wilde Tiere. Das hatten wir schon. Entschuldigung. Okay, dann sprechen wir einfach mal mit Fanny. Dear Miss Fanny, it is a pleasure meeting you again. Likewise, dear Mr. Wildflower. Oh, you remembered my name. I'm honored. I'm honored. Well, as an ambassador's assistant, I am a prisoner of details. As am I. You see, as a detective, I have to pay attention to the smallest detail at all times. Here we go. I know the feeling. And? What have you observed so far? Well, you're... how shall I say... exceptionally pretty, and... tidy, and... That's so sweet. But that's not what I mean. I mean, what did you observe about the train and the passengers? Oh, of course. Silly me. Great wild ones, save us. Great wild ones. So, yes, a rather odd bunch of people have gathered here. Although we haven't managed to talk to everyone yet. Have you heard the rumor? The rumor? That someone... it's terrible even to say it, but... there are whispers that someone is trying to kill the Stavonian ambassador. Don't worry, miss. That won't happen. That's why we're here. But aren't you putting yourselves in danger? Maybe so, but it's part of the job. Oh, how heroic. Okay, this is where I die. Please, just That's let me know if you need anything. Anything? Anything. Anything, m'lady. I will, Moses. I mean, Mr. Wildflower. So schnell kann's gehen. Okay. Hast du da gerade Wahrnehmung freigeschaltet? Like this? Fanis Klänge. Well, well. Herzschlag ist langsam, gleichmäßig, fast melodisch. Was sehen wir? Let's see. Diese Muster, die man ihr auf die Haut gemalt hat, hat sie die nur im Gesicht, oder? Und schnüffeln. Interesting. Ich glaube nicht, dass sich auf ihrer Haut auch nur ein Tröpfchen Chemie befindet. Es ist, als käme der Duft ausschließlich aus natürlichen Quellen. Sehr interesting. Okay, was haben wir denn hier? Ein lockeres Gespräch kann sehr leicht in blutigen Ernst umschlagen. Ich muss auf die Antworten hören und herausfinden, ob die Person, die ich befrage, lügt oder nicht die ganze Wahrheit sagt. Das wird nicht einfach sein, besonders bei einer so angenehmen Person wie Miss Fanny. Oh, oh, oh. Schwierig. Aber hier können wir noch Fragen stellen. Okay. Komme ich hier auch wieder? Nein, tatsächlich nicht. Das kann ich jetzt nicht abbrechen, also müssen wir da jetzt durch. Die hübsche Assistentin von Botschafter Mujara, eine angenehme und im Allgemeinen sehr gutmütige Dame. Wir wissen nicht viel über sie, aber sie scheint ihren hitzköpfigen Chef perfekt im Griff zu haben. Beobachtung. Das hat wirklich was im Sherlock Holmes spielen jetzt. Schauen wir mal hier. Die Merkmale ihres Gesichts sind subtil, angenehm, entspannt und gelassen. Ihre Haltung zeigt perfekte Kontrolle. Jede ihrer Bewegungen wirkt geplant und kontrolliert. Ihr Herzschlag ist ruhig, langsam und ausgeglichen. Ich kann auch das Rascheln ihrer Kleidung hören, deren Stoff von sehr weicher und teurer Machart ist. Ihre Haltung zeigt perfekte Kontrolle. Jede ihrer Bewegungen wird geplant und kontrolliert. Beeindruckend. Alright. Okay, wähle die nächste Frage. Gut, wie ist Ihre Reise bisher verlaufen? Der Botschafter war heute Morgen besonders gereizt. Lag das am kalten Wetter? Sagen Sie mir bitte, warum Sie wirklich hier sind? Ich meine, was ist der echte Grund? Fangen wir mal ganz simpel an. So, how is your journey so far? Well, the train is very comfortable and the ambassador is pleased. Yes, but I'm asking you, not the ambassador. Oh. Well, yes. I've never been on a train with such class, you know? I'm very thrilled about it. What else? I can see that you're a little embarrassed, if I don't offend you by saying so. You're so observant. Yes, you're so observant. Well, besides being excited,
I'm also a little uncomfortable, as I don't really know how to behave in a situation like this, with such important people. Hat Fanny die Wahrheit gesagt? Ich tippe jetzt mal drauf, dass es die Wahrheit war. Es wirkte sehr... wie nennt man das? Nicht wahrhaftig? Aufrichtig. Genau, das ist das richtige Wort. I believe you. I advise you to just be yourself. That's always the best way. Oh, really? I think so myself. Okay, was auch immer die Punkte zu bedeuten haben, mal schauen. Okay, der Botschafter war heute Morgen besonders gereizt. Lag das am kalten Bett? The ambassador was in a particularly peppery mood this morning. Peppery. Could it have been the cold? The weather is indeed hard on him. We're from the sweltering Tarogo, but... But? The Separ is quite upset about Ambassador Ignat. You mean why he hasn't been escorted in the same way? Not only that, but the mere sight of the Stavonian delegation is deeply shocking and upsetting to him. Interesting. Are there deeper, more personal reasons for the depth of his feelings? Personal? Oh, no, not at all. It's just that Tarogo and Stavonia have been in conflict for centuries. This is purely political. Okay. Sagen Sie, hat der Botschafter gesundheitlich irgendwelche Probleme? Ich meine, das haben wir auch schon mitgekriegt. Is there something wrong with the ambassador's health? Why? Why would you think that? I'm just fumbling around, so... No, not at all. The ambassador is in perfect health. Das ist gelogen. Wir haben ja mitgekriegt, dass irgendwas mit seinem Herz ist. Genau, wir haben ja hier... diese Hinweise können wir es ja klicken. We heard you tell the ambassador to watch his heart. At another time you said he is often tired nowadays. You've got me. Yes. The ambassador has a serious heart condition. But he does not like to appear weak in front of anyone, especially in front of his enemies. That's understandable. Thank you. We won't pass it on to anyone, we promise. Thank you. Wer weiß, ne? Jetzt haben wir schon 40. Ich nehme jetzt mal die letzte Frage. Why are you really here? I mean, why are you really here? Why are you really here? I'm sorry. I don't know what you were suggesting. So, you were on holiday? Right here. One of the coldest places of the whole wild world. I've already told you, Detective. It's just a coincidence. The ambassador was here on holiday, yes. You know, he loves the opera. And Stavonia is famous for its opera houses. Ich weiß nicht. Ich glaube dem irgendwie nicht. Ich drück mal auf, es ist gelogen und guck mal, ob ich Hinweise dazu habe. Tja, vielleicht auch nicht, ne? Was haben wir hier? Ah ja, genau, genau. Das hatten wir auch noch als Info. Als hochrangiger Offizier diente er früher bei den Kolonialtruppen der Zaren, die auch in den Kolonien von Tarogo stationiert waren. Okay. Wir haben auch Gegenstände, aber das ist ja nicht so wichtig. Ich nehme mal die dunkle Vergangenheit. Es könnte passen. Despite the centuries-old conflict between your countries, you would have me believe that you are here because of the opera? At the very same time the Stavonian ambassador is due to visit Clawville for the peace talks. We just want to know the truth, Miss Fanny. We mean you no harm. You're right. There's no point in hiding it. We are here for a deeper purpose. But unfortunately, I cannot disclose the reason. Natürlich nicht. Is this the secret you mentioned earlier? Indeed. It's about our religion. I hope you understand if I don't want to talk about it myself. Perhaps Ambassador Mujara will be more willing. We understand.
Thank you for your honesty. I thank you, Detective. Okay, jetzt sind wir schon bei 60. Kann man noch mehr sehen? Das ist das Gleiche. Nee, okay. Okay, was denken Sie über Stovonien? Können Sie uns etwas über Ihr Land erzählen? Was halten Sie von Ihren Mitreisenden? Ja, komm. What do you think of your fellow passengers? Quite a colorful bunch. But the ones I've met so far have been quite nice. Even the Stavonian delegation? So far, yes. Even Kunya? You mean the ambassador's daughter? Well, she was a little more cold than she should have been. I can believe that. The mere presence of her chills the room by 2 degrees, doesn't it? As you say, dear detective. Exactly. Okay. Was denken Sie über Stavonia? What do you think of Stavonia? We are taught from an early age that this place is pure evil. You know, because of the shared history between our nations. But to be honest, the people here have been kind to me, and the country is beautiful. Although, I'll admit it's a bit cold for my taste. I'm glad you're so honest and open, Miss Fani. It helps our work a lot. Your work? You mean... this is some kind of interrogation. Did something happen? No, no, but... you know, we're always inquiring. It's kind of a professional habit. And, well... better safe than sorry, right? Better safe than sorry. Yes, exactly. You're right. Okay, was halten Sie von den Friedensverhandlungen? What do you think about the peace negotiations? You're asking me? Yes. Enot? You. Not the Separ, but you. I want your opinion. Oh. Well, you know, I hadn't really thought about it that much. I'm so preoccupied with the ambassador's thoughts and concerns. You almost forgot you have your own, don't you? Yes, exactly. I mean, it sounds very silly, but sort of. Don't worry. I understand. So... I think it's the greatest thing that's happened in the wilderness in decades. Two great powers that have been enemies for centuries finally joining hands and uniting in a common cause. And the Stavonian ambassador? The mere presence of Ambassador Ignat is a symbol. If the negotiations go well in Clawville and peace is finally signed, it will be a genuinely grand event for all of us. Oh my, isn't that wonderful? Ah, das klingt irgendwie nicht so überzeugend, was sie da gesagt hat. Ich sag mal, dass es gelogen ist. Ich würde hier mal den gleichen Hinweis nehmen. Ah, okay, das war jetzt das Falsche. Gut, ich glaube Ihnen nicht, weil, also Moment mal, ich glaube, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber nicht doch, Detective, das ist in Ordnung, das könnte jedem passieren. Okay, damit ist das raus. Also, hat sie wahrscheinlich die Wahrheit gesagt. Gut, könnten Sie uns etwas über Ihr Land erzählen? Tell us about your country. You want to hear about Tarogo? Exactly, my dear. Well, you see, Tarogo is very different from Stavonia or Clawville. We're just on the threshold of civilization. The country is still full of jungles, primitive tribes, exotic plants, and wilderness. You talk about it very passionately. I love my home very much, Mr. Wildflower. Notwithstanding, or perhaps because of, all the horrors it has endured in the last century. You mean the Stavonian invasion? Not just that, but... you know. And I mean no offense, but... Clawville is also just another colonial power. And I don't mean to sound ungrateful, I'm very thankful to our common king, but... Please, continue. I don't want to bore you with my nonsense. You're not boring me, my dear. Please. Clawville has done our country a great service, given us many useful modern things. It's just that it's taken something too. Something that was very important to us. Our souls. Our freedom. Das ist schlecht, ne? Okay, was halten Sie von Botschafter Ignat? What do you think of Ambassador Ignat?
He is a rather frightening figure. He has a terrible reputation in my country. Just think of the Canbor massacre, where thousands perished by the hands of the Stavonians before the Clawville forces liberated the region. I believe that war crime was never proven against the ambassador. That's true. But for the people of Tarogo, there is no question that he was guilty. And you think so as well? You know, Mr. Wildflower, I try to see the best in everyone, even when it's very difficult. And in this case, I assume the best in the absence of evidence. It's just the way I am. Okay, werte Dame, dieses Gespräch war sehr hilfreich. Danke. Ich hoffe, ich konnte Ihnen behilflich sein, Detective. Bitte nennen Sie mich Moses, das würde mir viel bedeuten. Ja, ich werde es versuchen, Moses. Sehr schön. Okay, was haben wir denn hier? Vernehmungsresultate. Wir haben bekommen, was wir wollten und vielleicht sogar mehr als das. Das nenne ich eine perfekt durchgeführte Befragung. 4 von 5 Sternen, das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Fortsetzen. Gut, was haben wir noch? Okay, danke, dass Sie unsere Fragen bereitwillig beantwortet haben. Kein Problem. Ich freue mich, dass ich helfen konnte, auch wenn... Sie können es ruhig aussprechen, meine Liebe. Es ist ziemlich beängstigend, in ein derartiges Verhör involviert zu sein. Verhör würde ich es nicht direkt nennen, eher eine analytische Befragung. Womit Sie das Gleiche gesagt hätten, wenn auch in seltsamen Worten, oder? Sie durchschaut dich bereits, Moses, siehst du? Es ist so einfach. Ja, ich habe begriffen. Okay, noch eine Viertelstunde. Es ist soweit, die Party beginnt gleich. Bringen wir es hinter uns. Es wird dir gefallen, glaub mir. Sieh es als ein großes soziologisches Experiment an. Ja, aber wer ist das Forschungsobjekt? Die dort? Oder ich selbst? Du bist wirklich nicht mehr zu retten. Es tut mir leid, es tut mir leid. Beruhige dich, das ist doch immer so. Auf geht's, wird schon schief gehen, oder? Ja, mein lieber Freund, ich denke, du hast recht. Wird schon schief gehen. Ganz bestimmt. Okay, Party Time. But let's not get ahead of ourselves. We haven't even started this journey. And we might just be in for the adventure of a lifetime, huh? Oh, but every day is an adventure with you, Plato. Come on, Chief. Let's get dressed up, have a drink or two, and go to the little rat hole in the back of the train for a good sleep. What could go wrong? Und er wird doch umgebracht. Famous last words, eh? To be continued. Okay, sehr schön. Danke fürs Spielen. Spring auf und fahr mit. Erlebe auf dem Clawl Express eine abenteuerliche Fahrt durch die Wildnis. Begleite Moses und Plato bei ihrem Abenteuer, sobald das Spiel veröffentlicht wird. Cool, ja. Hat mir sehr gut gefallen. Definitiv sehr, sehr stark inspiriert bei Mord im Orient Express. Fand ich aber cool, weil die Geschichte finde ich auch sehr, 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 sehr gut. Vor allem diese Murder Cases, das ist einfach, das ist eine tolle Sache. Also ich finde das Spiel schon mal sehr gut, freue mich ja da auch auf die, nicht Fortsetzung, aber die Vollversion natürlich. Momentan kann man es nur zur Wunschliste hinzufügen. Also es ist noch nicht raus, das meine ich damit. Aber definitiv spielenswert. Hat sehr viel Spaß gemacht. Die Dynamik der beiden ist großartig. Es ist lustig, es hat Humor. Und alles, was ich jetzt an Gameplay quasi gesehen habe, hat mir auch sehr gut gefallen. Die Mischung macht's halt, ne? Ja, sehr schön. Dann danke fürs Zusehen bzw. fürs Anschauen meiner kleinen eigenen Demo-Präsentation. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar weitere Demos hochladen. Also nicht Demos, aber wie ich sie spiele. Dementsprechend freue ich mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal dann. Ciao!